Moin Werder-Fans, willkommen zu Werder TV Insider. Moin liebe Werder-Fans. Moin liebe Werder-Fans, willkommen in der nächsten Pokalrunde. Willkommen zu Werder TV Insider. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu Werder TV Insight nach dem Pokalspiel gegen Weiche Flensburg und vor dem 10. Bundesligaspieltag gegen den FSV Mainz 05. Ja, Sonntag 18 Uhr, stimmt. Und werden wir daran arbeiten, dass das diesmal anders ausgeht. Bevor wir zu Mainz kommen, wollen wir aber nochmal auf Flensburg schauen und da auf diesen Kracher von Florian Kainz. Sag noch mal ganz ehrlich, was ist eigentlich dein Fall, dein schlechter Fuß? Ja, das weiß ich nicht. Bin natürlich froh, dass ich heute wieder mit links getroffen habe im ersten Pokalspiel. Aber ja, im Endeffekt ist schon der rechte mein besserer Fuß, ist aber jetzt auch komplett egal eigentlich. Ja genau, entscheidend ist nämlich nur eins. Macht erneut ein Pokaltreffer Florian Kainz zum Torschützen des Monats oder wird es erneut Maximilian Ich schieße nur Traumtore Eggestein? Ihr wählt das Werder-Tor des Monats. Hier oben in der Infobox gibt es die Abstimmung. Und was ist besser als eine Abstimmung? Genau, zwei Abstimmungen. Schreibt uns in die Kommentare, wer das schönste Tor dieser Saison nicht geschossen hat. Also das bedeutet schönste Parade. Genau, Save des Monats. Präsentiert von Eisenbach Tresore. Hier unsere Vorschläge für den Monat Oktober. Tor des Monats, Save des Monats, Flensburg. Und was kommt jetzt? Jetzt gehen unsere Blicke nach Mainz. Da wollen wir am 10. Spieltag 20 Punkte haben danach. Und bei allem Respekt, das wäre schon mal eine Aussage. Alles, was dafür wichtig ist, das findet ihr hier bei Werder TV Insight. Unsere drei Dinge, die ihr über das Mainz-Spiel unbedingt wissen solltet. Mainz hat zwar jetzt länger nicht mehr gewonnen, aber machen einen sehr stabilen Eindruck. Also haben zum Beispiel Spiel in Gladbach, erste Halbzeit, eine Menge Torchancen, wo sie eigentlich in Führung gehen müssen, wo sie das Spiel aus meiner Sicht nahezu unter Kontrolle haben. Haben gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht. Also man muss auch so ein bisschen die Gegner im Blick behalten, gegen die sie gespielt haben. In Augsburg müssen sie eigentlich weiterkommen im Pokal, da haben sie Pech. Also von einem angeschlagenen Gegner würde ich nicht reden. Das bedeutet, dass wir die letzten drei Auswärtsspiele in Mainz 9 Punkte geholt haben, aber nicht mehr. Interessiert mich jetzt relativ wenig, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Wir bereiten uns nicht anders vor als auf jedes andere Bundesligaspiel. Wir wissen, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel wird in Mainz. Aber wir wollen das Spiel gewinnen. Bei Wagi und Niklas auch so, dass sie heute trainieren werden. Und beide und dementsprechend. Ich davon ausgehe, dass sie uns zur Verfügung stehen werden. Und es ist auch schön, dass es heute dann schon möglich ist mit dem Training. Sie haben gestern und vorgestern individuell sehr intensiv gearbeitet, haben dann sozusagen zwei Mannschaftstrainingseinheiten nochmal vor Mainz. Und das ist bei ihnen auch mehr als ausreichend, um sie dann in einem sehr guten Zustand wieder zu haben.
Und die Wahrscheinlichkeit ist bei beiden gleich groß, dass sie spielen werden. Und ich würde sie als sehr hoch bezeichnen, dass sie spielen können. FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen am Sonntagabend 18 Uhr. Die Highlights seht ihr natürlich wie gewohnt auf Werder TV, genau wie alle Reaktionen zum Spiel. Und am Montag, da kommt dann Werder TV in Zeit zurück. Wir freuen uns schon sehr darauf. In der Nacht zu Dienstag kommt sie übrigens auch bei YouTube. Also nicht vergessen, abonniert unseren Kanal und stellt am besten gleich die Alarmglocke ein. Dann wisst ihr auch, jetzt ist endlich in Zeit Zeit. Jetzt ist aber erstmal Zeit fürs Wochenende. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.